Hallo lieber Stier, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Frühling 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Stier bitte, für die Singles im Frühling 2023 bitte. Ach, der Stäbe. Gerade für jene, ja, die schon lange Stillstand haben, tote Hose haben, da geht was vorwärts. Ja, die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung, Stier. Es wird rasant, es wird schnell besprochen, schnell wird alles geklärt. Du wirst im Frühling 2023 wirst du mit einer Situation konfrontiert sein, wo von Anfang an das Ziel besprochen wird, wo du ganz genau weißt, wohin es geht. Okay? Wir haben hier 8 Stäbe liegen. Und Stäbe stehen für Lebensenergie, für Feuer, Passion, Pläne. Was tun wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wie läuft das jetzt? Und das sind 8 verschiedene Themen sozusagen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Ja? Die Richtung wird klar sein. Okay? Page der Münzen. Okay. Da kommt ein Angebot von jemandem mit einer klaren Absicht. Es wird hier, oder dieser Page der Münzen hier hat hier Großes vor. Page der Münzen ist der einzige Page, der zur Königin der Münzen oder zum König der Münzen mutiert. Die anderen Pagen, Page der Schwerter, der Stäbe, der Kelche, die bleiben Pagen. Page der Münzen bedeutet, ich habe ernste Absichten und deswegen gebe ich dir hier auch etwas Wertvolles. Würde mich nicht wundern, wenn sich hier ja, jemand meldet mit einem kleinen Geschenk für dich, das sehr viel Zeit darstellt oder Energie darstellt oder Geld darstellt. Okay? Du wirst hier bei dem, was dieser Mensch dir gibt, wirst du feststellen, dass dieser Mensch etwas in das investiert hat. Es muss nicht unbedingt Geld sein, ja, das muss jetzt nicht ein Diamantring sein. Es kann auch sein, dass hier Zeit investiert wurde in etwas, eine Bonsai, ein Bonsai-Baum zum Beispiel, das dieser Mensch aus den Samen gezogen hat und seit 20 Jahren pflegt und macht und jetzt ein Bonsai daraus geworden ist. Sowas auch, ja. Kann alles Mögliche sein, wo Zeit, Geld, Energie investiert worden ist. Dieser Page der Münzen kommt hier mit einem Plan. Und das hier ist nicht so ein, hey Stier, könnten wir, sollten wir, würden wir, sondern Stier, schau mal. Tack, 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 tack. Das ist meine Absicht, in diese Richtung soll es gehen. Das ist meine Investition. Bist du dabei, ja oder nein? Okay. Hopp, ist wieder rein. Ich bin dabei, sagst du. Ich bin dabei. Also einfach zur Information, dieser Page der Münzen ist keine neue Person. Wenn das eine neue Person wäre, würde ich sagen, oder Stier, renn weg. Oder Stier, bist du ganz deppert oder was, dass du hier ja sagst, würde ich dir sagen, weil das nicht normal wäre. Du kennst diesen Menschen. 6 der Schwerter. Ihr habt eine Vergangenheit. Es gibt hier Dinge, die noch nicht besprochen wurden zwischen euch beiden, die beide besprechen wollen. Ja, ich weiß, du sitzt jetzt da und hast so deine Erlebnisse, deine Gedanken, deine Befürchtungen in Bezug auf das Gegenüber hier, in Bezug auf diesen Page der Münzen. Ich muss dir aber auch sagen, Stier, du musst dir das 1:1 für dein Gegenüber auch denken. Weil deinem Gegenüber geht es genau gleich. Das hier sind 2x3 Schwerter. 3 der Schwerter von dir, 3 der Schwerter von deinem Gegenüber. Verletzungen, ja, die erlebt wurden und dann die Angst davor, dass es nochmals passieren wird, ist auf beiden Seiten vorhanden. Aber beide Seiten sagen hier, weißt du was, lass uns nicht darüber reden. Schau mir lieber, dass wir hier in ruhigere Gegenden gehen, dass wir hier an einem anderen, festeren Ort sind, auf Festland sind, ja, den Boden unter den Füßen hier haben, bevor wir irgendwelche Probleme ansprechen können. Okay? Der Hierophant ist die Stierkarte hier. Ja, wir haben hier Page der Münzen, hier die, dich als Stier. Du siehst hier bildlich, wie dir hier mit transparenter Kommunikation ein Angebot gemacht wird. Okay?
Da gibt es dann nichts aller, oder was sind seine, ihre Absichten? Gibt es da Tricks? Was, oder was gibt es da? Oder hat dieser Mensch was anderes vor oder ähnliches? Nein. Was auch immer dir hier kommuniziert wird bei diesem Angebot, Stier, wird so transparent und durchdacht sein, mit allen Pros und Kontras, dass du hier ja sehr schnell Ja sagen wirst, weil du einfach siehst, oder was dir da gegeben wird, sozusagen. Du wirst hier nicht das Bedürfnis haben, bei mir nachzugucken, was ich da noch dahinter sehe. Nee, nee, du wirst sagen, doch, oder ich sehe alles, ich brauche doch keine Tarotkarten, ich sage ja. Okay. Page der Stäbe. Mäßigkeitskarte. Page der Münzen, Page der Stäbe, du weißt schon, dass eben das stellen Personen dar, gell? Es kommt hier noch, da taucht hier noch eine andere Person auf. Du wirst hier plötzlich an einem Scheideweg stehen. Du wirst hier plötzlich an einem Scheideweg stehen, an einem sehr emotionalen Scheideweg. Zwei der Schwerter ist eine Karte, die zu einem Drittel aus Wasser besteht. Wasser steht für Emotionen. Was du dann hier tun wirst, ist, weißt du was? Ich muss mir hier Zeit nehmen, ich muss mir hier genau überlegen, was ich ab jetzt tun möchte, für wen ich mich entscheiden möchte. Okay. Eins kann ich dir sagen, du machst hier Gespräche in dir, ja, von Herz zu Herz sozusagen. Und außerdem ist das die Mäßigkeit, die folgt auf die Todeskarte, das heißt, nachdem in einer Situation das Schlechte zurückgelassen wurde. Du tendierst hier zu diesem Page der Münzen, das kann ich dir hier schon mal sagen. Okay. Und wir haben hier auch mit dem Hierophanten hier, ist deine Stierkarte, hast du hier auch sozusagen zwei Kandidaten, Page der Stäbe, Page der Münzen hier, hast du hier zwei Kandidaten, über die du sozusagen richten sollst. Okay. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich sehe dich wenig in Richtung Page der Stäbe tendieren. Vor allem jene, die länger meine Videos anschauen, ja, werden als Stier, als Erdzeichen eher hier zu diesem Page der Münzen hier tendieren. Dieser Page der Münzen ist jemand aus der Vergangenheit, hat sich ziemlich verändert, hat hier einen Plan, hat sich Gedanken darüber gemacht und kommt hier mit einem sehr ernsten Angebot. Okay, Page der Stäbe ist eher flirty, eher sexy, attraktiv, ja, lustig, solche Dinge, aber nichts dahinter sozusagen. Okay, für jene, die jetzt noch offene Fragen haben, werde ich die Kristallkugelkarten in der Fortsetzung einsetzen. Du kannst eine Frage stellen. Ja? Also ich ziehe auf jeden Fall für Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 und dann wählst du eine Gruppe und in deiner Gruppe wird dir dann deine Frage beantwortet. Was du auch tun kannst, ist drei Fragen stellen, zwei Fragen stellen, wie du willst, musst sie dann einfach im Kopf oder auf Papier nummerieren und dann werden dir alle drei Fragen beantwortet. Okay, die geben hier ganz konkrete Antworten. Überlegst dir nochmals, nicht der richtige Zeitpunkt, ja, nein gibt es auch, nein hier, ja, lass los, ja, das sind ganz konkrete Antworten, die du dann auf deine Frage bekommst. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was im März, April, Mai auf dich zukommen wird in den einzelnen Monaten. Dann werde ich hier diese Karten fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber hier vor dir versteckt. Ja, ich frage das in Bezug auf beide Kandidaten hier, Kandidatinnen, Kandidaten hier. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird und wann dieser Page der Stäbe hier auftauchen wird. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.